Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir sind immer noch im Luftschutzbunker, wo ich eigentlich raus will. Und zwar so schnell wie es geht, denn ich muss mir meine zwei Monitore wieder kaufen. Fürs Gaming-Zimmer. Ja. Aber ich habe gesagt in der letzten Folge, wir hauen auf jeden Fall die Regale ordentlich noch hier rein. Einmal drehen, so. Na, da kannst du stehen bleiben. Das andere bitte auch noch. Das kommt direkt dahin. Hallo? So. Oh. Kann man dich nicht gerade drehen? Was bist du für ein scheiß Regal? Keine Ahnung, was das ist. Interessiert mich auch nicht. Wir räumen es einfach ein. So, der Erste-Hilfe-Koffer natürlich. So. Das Wasser kommt dahin. Waren auch noch zwei Flaschen. Eins. Und zwei. Keine Ahnung. So viel Mist hier. Warum machen Menschen sowas? Kommst du mal da hoch, bitte? So, dann der Reis. Da steht sogar fett drauf, Reis. Geil. Das wollten auch alle wissen. Noch mehr Reis. Onkel Bens Reis. Ha, Schleichwerbung. Noch mehr Reis. Ey, das... Was ist das für ein Vogel hier? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, komm, so. Hier dein komischer Thunfisch oder was das ist, ne? Den kannst du hier alleine fressen. Wer sowas frisst, der schubst doch kleine Kinder in die Pfütze. Thunfisch ist das ekelhafteste, was es gibt. Warte mal, das ist gar kein Thunfisch. Doch, ist auch Thunfisch. Boah. Hier, Senf. Das ist schon mal was Gutes. Na, los rein hier. Da ist noch immer Senf. Kommt oh hier rein. Dann stell ich dich halt da rein. Juckt mich auch, ne. Hier, irgend so ein... Eine gelbe Dose. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Oh, da liegt noch eine Dose Thunfisch. Ernsthaft? Wie eklig ist dieser Mensch? Boah, die Dosen auf den Kopf hauen und den seinen Kopf damit zerschmettern. Ekelhaft. Das sieht mir hier aus wie Hundefutter, das in der Grün. Nee, das sind Fleischklöße. Er hat Jägerklöße. Darf man das eigentlich sagen? Jägerklöße? Zu meiner Jugend durfte man das sagen. Ich weiß, dass man heutzutage nicht mehr Zigeunerklöße sagen darf, weil sich die Zigeuner da ja belästigt fühlen. Ich nenne es trotzdem Zigeunerklöße. Weil ich damit aufgewachsen bin und es bleibt dabei. Da war Tomate drauf. Da sind Bohnen drin, das sehe ich. Da ist wieder eine Tomate. Da ist wieder eine Tomate. Tomatensoße. Nee, aber darf man eigentlich noch Jägerklöße sagen? Ist das nicht diskriminierend für die Jäger? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare.
Wir haben's geschafft. Es ist aufgeräumt. Raus hier. Ganz schnell. Ich will meine 8000. Yes. Jetzt kriege ich meine Gaming-Monitore wieder. Ganz schnell hier rein. Hehehehe. Los. Her damit. Brrrap. Skidoosh. So, einmal etwas leicht drehen. Ey, jetzt sag mir nicht, du passt hier nicht mehr hin. Doch. Eins. Und. Hoch ja. Zwei. So, erstmal den nächsten Auftrag annehmen. Und ich benötige dringend, da ich keine Ahnung von Renovierungsarbeiten habe. Haus streichen, Haus zur Renovierung, Kitschhaus, Badezimmer und Werkstatt, Anbauwand. Befreie mich von diesem schrecklichen Farbensüßer. Was? Michael Brandt. Boah, bist du schwul oder was? Nee, zu dir gehe ich nicht. Büsche entfernen. Ja, komm. Das geht easy peasy. Sind das so eine ekligen Büsche? Boah, ihr kriegt's mit. Ich bin richtig aufgedreht wegen dem Spiel, weil es bockt einfach. Es bockt, es macht Spaß. Ihr wollt mich doch verarschen. Da steht, mäh den Rasen. Ich hab einen fucking Rasenkantenschneider. Einen Freischneider. Wollt ihr mich verarschen, ne? Und dann ist das Ding noch so extrem laut. Boah, gebt mir verdammt nochmal Rasenmäher. Jeder, der schon mal einen Rasenkantenschneider, einen Freischneider in der Hand hatte, weiß, wie ekelhaft das ist, große Flächen damit zu schneiden. Nein. Also hier hätten sie sich was Besseres überlegen müssen. Gegenstand entfernen, fünfmal Nadelstrauch. Ich krieg zwar kein Geld dafür, aber egal. Hier, verteilen Sie Rollrasen in der Gegend. Leck mich doch am Arsch, ey.
Grasrolle. Hier. Nee, komm, dann gib mir gleich die große. Das ist kleine Rasenrolle, das ist doch. Hier. Mann, Mann, Mann. Was war das? Ey, fick mich bitte nicht, Spiel, bitte nicht. Ja, sowas nennt man Rollrasen. Die Wurzeln sind hier in der Erde drinne, denn dort, wenn man das dann wässert, ganz in Ruhe, tun sich die Wurzeln natürlich wieder verbinden und ja, ihr kennt das hoffentlich. Warum? Ich raff das nicht. Ich raff das einfach nicht. Warum machen die das so kompliziert? Aber egal, es bringt Geld. Es bringt Geld, was wir brauchen. Verteilen Sie den Rollrasen in der Gegend. Ja, dann machen wir hier auch noch eine Rolle hin. %, schön. Warum bist du günstiger? Ja gut, ne? Also, wenn dann schon. %93, das sind wirklich diese zwei. Oh. Kommt schon, macht mich bitte nicht Kopf kaputt hier. Ja, komm, das hier schaffen wir auch noch. Nehmen wir auch noch so eine kleine Rolle. Los, breite dich aus, mein Rasen. %96. Willst du mich eigentlich ganz verarschen? Ey, ganz ehrlich, ich krieg gerade die Krise hier. Endlich fertig, endlich. Außer hier. Ey, das ist das kleine Ding dort. Ey, du machst mich kaputt, Spiel. Aber wir haben es erledigt. Gottchen. So, das war's aber mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und war nicht allzu langweilig mit dem Rasen.
Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.